Hallo, liebe App-Gefahrennutzer. Wir sind hier im Landwirtschaftssimulator 2012. Gestern erschienen. Ich habe schon ein bisschen gespielt und wollte jetzt einfach nochmal den Einstieg ins Spiel zeigen. Man hat drei Slots. Man kann aus drei Schwierigkeitsstufen wählen. Wir machen mal hier Anfänger. Und ja, sind wir auf einem neuen Bauernhof. Wir müssen halt die Felder bewirtschaften und das verdiente Geld in neue Geräte investieren. Mehr Felder, bauen, mehr ernten und so weiter und so fort. Das ist jetzt die Ansicht. Was ich ein bisschen schade finde, kann ich gleich mal zu Beginn sagen. Die Weitsicht ist stark begrenzt, der Überblick, den man hier hat. Also ich kann da nicht irgendwie noch näher oder weiter nach unten gehen. Deswegen versuchen wir es einfach so. Es gibt jetzt keine Hilfe erstmal auf den ersten Blick, kein Tutorial, aber man sieht hier rechts den Gashebel und man muss halt den Drescher verwenden, um das Feld zu ernten. Soweit so gut. So, wir starten jetzt mal. Da passiert noch nichts. Muss man hier unten die Aktionsbuttons verwenden. Da geht hier der Drescher runter. Und ja, wir fahren jetzt hier übers Feld. Das ist eigentlich so das Ziel des Spiels, die Felder zu ernten. Grafisch finde ich jetzt dieses Getreide wirklich nicht so spektakulär. So, jetzt müssen wir natürlich wenden. Dazu benutzt man die Bewegungssteuerung. Ups, um dann möglichst genau wieder hier aufs Feld zu fahren. So, damit das Ganze ein bisschen einfacher geht, kann man hier unten so eine Lenkhilfe aktivieren. Da fährt dann der Kollege automatisch weiter. Ihr seht hier oben, wie viel Getreide der auch aufnehmen kann. Und was ganz praktisch ist jetzt, dreht er halt automatisch um. So, nochmal Drückertrang, da piept sogar. Wir könnten jetzt hier noch die Perspektive ändern, hatten wir ja gerade schon mal gezeigt. Mit dem Doppelklick geht es wieder zurück. So, schauen wir mal, der müsste gleich voll sein. 80% hat er schon drauf. Ja, hier sind wir nicht ganz gerade gefahren. Das geht dann mit der Automatik ein bisschen besser. Jetzt dreht er natürlich nochmal. So, da ist er voll. Und jetzt wird uns erklärt, dass wir den Traktor nehmen müssen, um das Korn in den Drescher zu füllen. In den Anhänger zu füllen. Neue große Nachfrage, machen wir es mal nicht. Hier unten kann man die Fahrzeuge wechseln, man kann auch über den Bildschirm wischen. So, und jetzt müssen wir. Ja gut, das hatten wir schon erfahren. Wir müssen jetzt hier den Hänger anschrauben. Das ist ein bisschen knifflig. Ach doch, jetzt hat es geklappt. Also man muss wirklich genau dann dran fahren. So, jetzt düsen wir mal hier rum. Man muss links neben dem Drescher fahren. Und dann geht es automatisch los. Ups. Der lädt das Ganze. Das war's schon. Der ging ja flott. Tatsächlich. So, wir könnten jetzt hier. Moment. Ja. Den automatisch weiterschicken. Will nicht. Vielleicht ist der Trecker steht im Weg. So, jetzt müsste der auch fahren. Also die gibt so eine Computersteuerung, da macht der Computer halt automatisch. Wir sehen auch oben jetzt, wie uns das Geld flöten geht. Wir zahlen natürlich für Felder, für Geräte, Sprit. So, was ich jetzt als großes Problem festgestellt habe, ich weiß jetzt nicht, wo ich mit dem Zeug hin soll. So. Es gibt hier so eine Minimap, die kann man ausfahren. Und das ist für mich hier irgendwie so eine Abladestation. Da oben ist auch noch was Getreide, aber ich habe jetzt gar keine Ahnung, wo ich das Zeugs hinbringen muss. Und es gibt jetzt keine Hilfe, wo erklärt wird, okay, du musst jetzt da und da hinfahren. Deswegen versuchen wir jetzt einfach mal unser Glück. Wir haben ja erst 4 Minuten 30 hier das Video. So. Das Problem ist auch, dass man halt jetzt wirklich super schlecht sehen kann, wo man hin muss. Da ist jetzt so ein Infosymbol. Man kann das Korn in Silos zwischenlagern, bis die Verkaufspreise gut sind. So. Jetzt ist die Frage, wo muss man hin? Hier ist irgendwie so ein Dings. Aber da passiert jetzt nichts. Korn ist da. Was?
da werde ich eigentlich nur beladen. Das funktioniert, aber wo muss ich jetzt mit dem Zeus hin? Also ich habe gar keine Ahnung. Wir fahren jetzt mal hier über den Hof. Hier ist eine Straße. Es gibt irgendwo halt einen Händler, wo man die Sachen dann verkaufen kann. Kommt man da durch? Natürlich nicht. Steuerungstechnisch, Trecker fahren ist halt nicht so einfach. Wir gucken jetzt mal, dass wir da mal rumfahren. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. So. Hier vielleicht? Rückwärts. Ah, mit dem Hänger rückwärts fahren, das ist eine Herausforderung. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt halt auch gar keine Ahnung, ob ich da überhaupt richtig bin. So, man kann jetzt abladen, aber irgendwie war es auch nicht richtig. Das Einzige, was man jetzt machen kann, also es gibt da kein weiteres Tutorial, man kann hier ins Hauptmenü gehen und kann das Handbuch öffnen, das allerdings nur eine mobile Webseite ist. Da gibt es nicht viel zu sehen. Deswegen mal hier zurück. Also da kann man auch, was heißt, da gibt es nicht viel zu sehen. Das ist sehr ausführlich beschrieben, aber es ist nicht so die Art Tutorial, die ich mir vorstelle. In der Schnellhilfe gibt es quasi gar nichts. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem, was ich jetzt habe. Vielleicht kann man das jemand erklären, der das Spiel gespielt hat. Aber ich muss sagen, es ist wirklich nur was für Landwirtschaftsfreaks und nicht so für den normalen Casual Gamer.